Herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank und natürlich herzlich willkommen auch im Namen von JFD Bank und natürlich von mir, Stefan Friedrichowski. Naja, wie sozusagen üblich für diese Art von Webinaren. Und ja, vielen Dank auch für die netten Grüße, die hier schon per Chat hereinkommen. Und nicht zu vergessen, sollte ich mal sagen, was wir denn heute für ein Datum haben für die Aufzeichnung. 29. Januar 2020. So, der erste Monat geht schon wieder zu Ende und heute Abend haben wir dann nochmal, naja, was vielleicht Interessantes, aber ist nicht ganz so mein Ding. Aber sei es drum. Heute Abend ist, glaube ich, EZB Entscheid. Mal schauen, ob das nochmal wieder etwas Neues für die Märkte bringt. Titel von heute: Statistikradar. Okay, komplett andere Sache. Es könnte auch Marktzustand heißen. Also worum geht's? Es geht darum, einfach mal mit einer statistischen Brille auf die Märkte zu schauen. Und das natürlich nicht ohne einen Nutzen zu erzielen, sondern daraus wollen wir in Summe natürlich Trading-Möglichkeiten ableiten, die allerdings möglichst objektiv sind. Das heißt, was wir genau nicht machen, ist, wir gucken auf einen Chart und werden diesen interpretieren und daraus auf unterschiedlichen Zeitebenen und dann versuchen, einen Trade abzuleiten. Nein. Wir gucken auf Nummern, genau genommen auf Farben, und werden daraus entsprechend auf unterschiedlichen Zeitebenen die entsprechenden Trade-Möglichkeiten ganz objektiv ableiten. Und gerade diese Art von Objektivität ist natürlich immer das, wo ich besonders für stehe. Nichtsdestotrotz, bevor ich wirklich anfange, ich muss es zeigen. Einmal natürlich der Risk-Disclaimer, der Risikohinweis. Wir reden über Traden, wir reden über Trades, wir reden über Investment, Trade-Möglichkeiten. Aber final, wenn es um eure Trades geht, seid ihr natürlich persönlich dafür verantwortlich und arbeitet auf eigenes Risiko und eigene Entscheidungsfindung. Logisch, ist, glaube ich, ziemlich klar. Da wir ja nun nicht wirklich auf Charts gucken, sondern nachher vor allen Dingen auf Tabellen und da tauchen immer wieder die gleichen Zahlen und auf, will ich noch hier so eine kleine Vorab-Einführung geben, da sich das sicherlich noch nicht so komplett eingebürgert hat, was ich hier wie verwende. Was wir in Summe machen, Marktübersicht, sagte ich schon. Und insbesondere, worauf schauen wir? Wir schauen darauf, auf Volatilität, wo ist was los? Trends, haben wir gute Trendphasen für eingegebenes Underlying und die auch mit einer hohen Qualität auf unterschiedlichen Zeitebenen. Das ist so eine typische Frage. Und ich will es nie unerwähnt lassen, es gibt Strategien, die sind eher was für Seitwärtsmärkte. Und auch die können wir hier statistisch ganz gut erkennen und in ihrer Qualität beurteilen. Und deswegen auch immer noch ein kleiner Querhinweis auf Seitwärtsmärkte, weil es halt geeignete Strategien auch für diese Art von Marktsituationen gibt. Wir gucken dabei in Summe auf Forex, also auf 28 Währungspaare, auf Gold, auf DAX und auf den S&P 500. Und dabei wollen wir dann möglichst Trade-Möglichkeiten ableiten und das auf unterschiedlichen Timeframes. Wenn ich jetzt sage, unterschiedliche Timeframes, ihr werdet nachher überrascht sein, dass ich alles auf Basis von H1 Kursdaten ableite. Aber wenn man jetzt unterschiedlich weit zurückschaut, dann ist man gewissermaßen auf unterschiedlichen Zeitebenen. Dass ich das grundsätzlich auf H1 mache, ist eher Willkür. Ich hätte es auch auf M5 machen können. Aber nachher ist mehr entscheidend, wie lange soll der Trade ungefähr dauern, den wir im Blick haben. Und dafür gucken wir natürlich für kürzerfristige Trades eher nicht ganz so weit zurück. Während wenn wir langfristige Trades machen, gucken wir natürlich entsprechend weit zurück. Und deswegen habe ich hier nachher in allen möglichen Tabellen und Charts immer eine sogenannte Periode mit erwähnt. Und das sind die Zahlen 120, 480 und so weiter und so fort. Naja, und die sind sozusagen repräsentativ für die Historie, die wir hier mit untersuchen. So ähnlich wie ein EMA. Der hat ja auch eine Periode und ist immer meinetwegen im H1-Chart. Aber wenn ich ein EMA 10 nehme, dann ist das zwangsläufig etwas, was eher kurzfristig ist, nämlich ein EMA mit der Periodenlänge 1000, dann ist es zwangsläufig etwas, was mehr
langfristig orientiert ist. Und so habe ich hier die unterschiedlichen Perioden. Und wenn ich dann zum Beispiel von meiner Periode 120 rede, dann ist das genau eine Woche, weil es 120 H1-Kerzen sind. 480 ist dann ein Monat und so weiter und so fort. Und daraus leitet sich dann gewissermaßen ab, auf welcher Timeframe man eher den Trade macht. Das hat jetzt sozusagen eine doppelte Bedeutung. Einerseits, wenn ihr final solche Trades machen wollt, klar, guckt man dann schon in den Chart und sucht gegebenenfalls den richtigen Einstieg, Stop-Loss-Levels und Take-Profit-Levels. Und da würde das einerseits dann der entsprechende Chart sein, auf den ich gucken würde. Also für Ableitungen, die man hier mit der 120 macht, also wo man eine Woche zurückguckt, da würde ich dann tatsächlich sowas wie auf der Chartebene M5 bis H1 ungefähr gucken und final die Trades machen. Gleichzeitig meine ich damit aber auch sowas wie die Haltedauer des Trades. Es ist ja klar, wenn ich jetzt einen Trade mache mit einem Stop-Loss, der extrem klein ist, dann habe ich irgendwie nicht vor, daraus einen Trade werden zu lassen, den ich nachher Wochen oder Monate halte. Ist natürlich theoretisch möglich, aber nicht wirklich praktisch. Aber von daher ist gleichzeitig, wenn ich hier von Trading Timeframe rede, ist das auch sowas wie die anvisierte Haltedauer. Und das will ich hier nochmal dabei sagen. Ich muss mal kurz fragen. Es gibt jemanden mit Tonproblemen. Natürlich hört er mich jetzt nicht. Einfach nochmal raus und wieder rein, hilft meistens. Und ansonsten die Audioeinstellungen überprüfen. Und ich hoffe, ansonsten ist der Ton in Ordnung. Ja, die Rückmeldung kommt schon gerade. Gut, soweit. Also noch wichtig, wenn ich von Trading Timeframe rede, meine ich das im doppelten Sinne. Sowohl final der Chart, in dem ich den Trader heraus ableiten würde, als auch sowas wie die anvisierte Haltedauer. Und man muss immer beides auch hier mit berücksichtigen. Ich würde keinen Wochentrade ableiten aus dem M1-Chart. Aber wisst ihr selbst. Das andere, rechte Seite hier, nachher haben wir ganz viel sozusagen color-coded, was heißt das jetzt auf Deutsch? Farblich hinterlegte Excel-Sheets, gar nicht so einfach in Deutsch. Weil es recht, wenn man gerade eben erst noch das englische Webinar gemacht hat. Und da benutze ich einfach 5 verschiedene Farben, um zu symbolisieren, ob die Zahlen, über die wir hier eigentlich reden, und die Zahlen selbst zeige ich noch niemals, was gar nicht so relevant ist, ob die halt groß oder klein sind. Jetzt muss man nur eins mal mit im Blick haben, was meint so ganz groß und ganz klein, also very small. Jetzt hängt es ein bisschen davon ab, welchen Indikator wir benutzen. Wenn wir die Volatilität nutzen, da gucken wir dann auf den ATR, den Average True Range, dann ist natürlich die kleinstmögliche Zahl beim Average True Range einfach die Null. Also irgendwas nah bei Null ist dann sehr klein. Gucken wir allerdings nachher auf Trends und dabei bedienen wir uns des sogenannten Regression Slope, also der Steigung einer Regressionsgraden. Naja, die kann natürlich besonders negativ sein, also da geht's short sozusagen, da geht's nach Süden. Und dann ist das genau rot, also dunkelrot und ganz groß, also richtig fetter Positiv-Trend, Long-Trend ist dann entsprechend grün. Also hängt ein bisschen vom Indikator ab. Da kann man auch schon einsteigen. Ich will trotzdem auch ein paar Charts zeigen, weil es immer so gut ist, sich nochmal sozusagen historisch kurz einzunorden. Nur gucken wir nicht Kurscharts an, sondern Indikatorcharts. Und das hier, auch wenn ich das letzte Woche schon gezeigt habe, ich zeichne heute hier nochmal einmal. Was ihr hier in dem Bild seht, ist die Volatilität von 7 Währungspaaren. Und wenn ich solche Charts mache, dann gucke ich immer einfach nur auf Europaare, weil das reicht. Damit habe ich eigentlich alles. Nicht ganz hundertprozentig mathematisch, aber weitestgehend. Also 7 verschiedene andere Währungen kombiniert mit dem Euro. Was wir uns angucken, ist der ATR mit der Periodenlänge 6240. Das heißt, wir haben im Mittel über ein Jahr, also einen riesigen Zeitraum. Und das gucken wir uns hier für die letzten 16 Jahre gerade an. Und was man natürlich sofort sieht, ist die Finanzkrise, keine Frage. Da war mal die Volatilität richtig hoch. Aber, und ich will das nie unerwähnt lassen hier, im Moment, also am Ende des Charts, sehen wir alle Zahlen ziemlich klein. Das heißt, wir sind im Moment Marktzustand, in einem Marktzustand mit extrem geringer Volatilität. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, weil das im Zweifelsfall eher heißt,
Trade-Frequenz runter. Also zumindest für die meisten Strategien. Nicht pauschal für alle, aber es ist nicht so einfach, hier irgendwelche Take-Profits zu erreichen. Erst recht für Trend-Trader, die in der Regel mit CRVs deutlich größer 1 arbeiten. Also Volatilität ist extrem niedrig und was für mich immer wieder überraschend ist, dass selbst, also Schweizer Franken überrascht mich nicht, dass er die niedrigste hat, aber auch der Euro US-Dollar. Sicherlich wird er heute Abend bei Zinsentscheid mal wieder kurzfristig ein bisschen anziehen, möglicherweise. Aber gucken wir das uns mal an, wenn wir nur ein Quartal zurückschauen als Periodenlänge. Das Bild ändert sich nicht besonders. Wenn wir noch Volatilität haben, dann am meisten im britischen Pfund. Das ist immer noch dem Brexit oder der Brexit-Diskussion sicherlich geschuldet. Und natürlich, nicht natürlich, aber im Moment im Neuseeland-Dollar. Nur so als erste Conclusion, die man hier machen kann. Ich gucke mal gerade, hier gibt es ein paar Kommentare. Könnte man One Month auf 22 Börsentage oder 576 auch anpassen? Klar, keine Frage. Aber ich kann gleich schon dabei sagen, ob ich jetzt 480 oder 576 zurückgucke, wird kein großer Unterschied. Und genauso für andere. 520 hat sich noch korrigiert. Das ändert allerdings nicht wirklich sozusagen die Aussage, weil der Unterschied ist relativ klein. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Volatilität in den zwei genannten. Und wenn ich jetzt weiter Zeit runtergehe, das heißt, ich gucke jetzt nur noch einen Monat zurück, dann ist wirklich auffallend, Euro, US-Dollar, ist absolut nichts los. Das einzig Positive, was ich hier gerade schon mal berichten kann, ist die Volatilität. Kurzfristig zieht sie gerade mal wieder etwas an, was man daran erkennen kann, dass wenn wir eine Woche zurückschauen, dann geht es zumindest wieder etwas nach oben. Was für mich immer wieder wichtig ist, ist zu gucken, wie sind Steigungen. Also deswegen sind wir jetzt bei Regression Percent. Das ist die Steigung eines Charts. Also wenn man, ich mache es mal kurz hier, in einem Chart, wenn man hier in so einem Chart eine gerade hereinlegt, um kurz zu erklären, was Regression Coefficient ist. Das ist, man legt hier eine lineare Regression einfach in den Chart. Und das wäre dann hier zum Beispiel sowas. Und wenn ich jetzt sage Regression Percent, ich weiß nicht, wie viele Kerzen ich hier jetzt gerade zurückschaue, aber keine Ahnung, vielleicht 100, dann hat diese Regressionsgrade eine Steigung. Und das ist genau das, was ich hier mir anschaue. Und da ich unabhängig von dem Währungspaar selbst sein will, gebe ich die Zahlen immer in Prozent an, damit wir auch die verschiedenen Währungspaare gegeneinander vergleichen können. Das ist auch jetzt hier, wenn man also den Mittelwert, wenn man hier jetzt ein Quartal zurückschaut, dann haben wir genau diese Grafik und sehen, dass wir den besten Weg nach Süden, die kleinste Zahl, die haben wir im Moment im Euro Neuseeland-Dollar. Und die größte Steigung, positiv, haben wir im Euro japanischen Yen. Sofortige Konklusion, sofort abgeleitet. Der stärksten Trend überhaupt haben wir dann übrigens in Neuseeland-Dollar gegen japanischen Yen. Hatten wir mal Webinare zu, warum dem genauso ist. Aber das sehen wir. Andere sind hier eher alle im Bereich der Null, damit also eher seitwärts gerichtet. Wenn wir das wieder kleiner ziehen, also nicht ganz so weit zurückschauen, jetzt also einen Monat oder genau genommen 4 Wochen, dann sehen wir Euro, US-Dollar südlich, geht nach Süden, Schweizer Franken Süden und nach Norden geht hier gerade der australische Dollar. Auch eine andere Betrachtung, nochmal kurz zur Volatilität. Auch die Range können wir uns angucken, wie groß die Range, die historische Range des letzten Jahres, sieht man, dass wenn man hier langfristig guckt, alles nach Richtung Null läuft. Das heißt, haben keine großen Ranges mehr in keinem der Underlyings und wenn dann auch am ehesten wieder britisches Pfund. Letzte Sache, die ich ebenfalls gleich noch mit in die Waagschale werfe, wenn wir uns solche Regressionsgraden angucken, die man da auch tatsächlich in den Chart reinlegen kann, dann kann man immer noch so etwas sagen, wie gut ist die Qualität dieser Graden. Also zum Beispiel hier in dem
gezeichneten Euro, britisches Pfund, ist die Qualität mal rein visuell gar nicht so schlecht, weil die Preise sind überall relativ nah dran. Wenn man das Ganze hier beispielsweise aber im Euro-Schweizer Franken machen würde, dann wäre die Qualität bei weitem nicht so gut. Und dafür gibt es eine Kennzahl, die heißt einfach Regression Coefficient. Und nahe 1, dann ist es sozusagen besonders gut. Und da wären im Moment mittelfristig Neuseeland-Dollar wieder zu erwähnen und der Schweizer Franken. Das sagt nichts über die Richtung, sondern nur über die Qualität des Trends. Jetzt wollen wir natürlich Trades ableiten. Trades ableiten, und ich hatte es letztes Mal auch schon genauso gemacht, dazu habe ich ein paar Tabellen vorbereitet und aus denen heraus können wir unsere Möglichkeiten jetzt versuchen abzuleiten. Ihr seht, ich habe jetzt hier zwei Tabellen nebeneinander. Rechts ist sozusagen mein Notizzettel. Da schreibe ich meine Zwischenkonklusios auf, entsprechend der Timeframe, aus der ich die sozusagen gewinne. Und nachher mache ich so etwas Ähnliches. Ich nenne das mal wie eine Mehrheitsentscheidung. Also ich sollte sozusagen die gleiche Conclusio möglichst oft haben. Und das bestätigt mich auf unterschiedlichen Zeitebenen, um dann auch wirklich das als Trade Opportunität dann wirklich so genannt zu werden. Jetzt kriege ich nochmal wieder Hinweise. Ton ist manchmal abgehackt. Es sollte nicht an meiner Seite liegen, soweit ich die Internetverbindung liege. Ausschließen kann ich natürlich rein gar nichts. Im Zweifelsfall einfach nochmal raus und nochmal wieder rein. Das hilft in der Regel. Okay. Oh, da kommt ein Hinweis. Datum in der rechten Tabelle ist noch falsch. Danke für den Hinweis. Jo, das Korrigieren das war noch von letzter Woche. So, da haben wir es schon korrigiert. Was ist jetzt auf der linken Seite? Alle Ergebnisse, wenn man wirklich lang zurückguckt. Und das jetzt in diesem Color Code, also in der Farbkodierung. Und wie wir sehen, wenn wir zum Beispiel ATR betrachten, dann ist wirklich was los, nur im DAX. Schon nur noch leicht grün im S&P 500 und in Gold. Alle anderen sind teilweise sogar rot, also extremst geringe Volatilität. Gleiches gilt dann ziemlich genau für die Range. Jetzt kommen wir schon mal auf den ersten interessanten, und da kann man sich so eine Art Muster zurechtlegen, wonach wir eigentlich immer schauen. Ideal ist immer, ich gucke jetzt nämlich auf beide Tabellen sozusagen gleichzeitig, Regression Percent und Regression Coefficient. Richtig schöne Trends sind die, die natürlich einen großen Koeffizienten haben. Also hier sollte, in der Spalte sollte es möglichst grün sein, wenigstens leicht grün, aber wenigstens also eins von beiden. Dann ist der Trend sauber. Und jetzt geht es natürlich auch um die Trendrichtung. Da wünsche ich mir für eine richtig schöne Trends entweder dunkelrot oder dunkelgrün. Dunkelrot ist dann halt Short und dunkelgrün ist dann halt Long. Fangen wir unten an, weil wir hier genau solche Kombinationen haben. Gold, wir haben also eine sehr große Steigung, selbst langfristig betrachtet. Das heißt, hier haben wir einen starken Indikator für Long und es ist auch sauber. Also der Long-Trend ist sauber, weil hier auch eine grün ist. Gleiches gilt für den S&P 500 auf, wenn wir ein Jahr zurückschauen. Also von daher, und das Gleiche gilt für den DAX. Aber genauso geht es auch hier, zum Beispiel für den australischen Dollar, kanadischen Dollar. Wir haben eine sehr gute Trendqualität, weil hier mal ein Grün, und wir haben einen Trend, der südlich zeigt, auf Langfrist. Basis. Und diese gleiche Conclusio, die können wir natürlich hier noch ein paar Mal ziehen. Und interessanterweise, ich kann natürlich nichts dafür, haben wir bei den ganzen Forex-Paaren keinen einzigen Long-Kandidaten. Es wäre dann grün-grün nebeneinander. Und den Fall haben wir allerdings hier, warum auch immer nicht. Okay, das ist ein richtig schönen Long. Kandidaten haben wir jetzt hier nicht auf dem Radar. Das war jetzt auf Basis Rückspiegel ein Jahr. Jetzt gehen wir einfach weiter, die Zeitebenen runter. Jetzt gucken wir uns das letzte Quartal an. Also wenn wir ein Quartal zurückgucken, was wir denn da für Schlussfolgerungen ziehen können.
Und dann sieht man, naja, der Trend hier auf Quartalsebene für Gold, der ist jetzt nicht mehr so prickelnd. Also es ist zwar noch leicht grün, aber naja, und daneben auch die Qualität ist schon nur noch gelb, ist sozusagen nicht das Allerbeste. Während wir wiederum der Longtrend S&P 500 lupenrein und beim DAX haben wir auch kleine Abstriche. Wo haben wir denn weiter richtig schöne Short-Sachen? Wir haben natürlich richtig schöne Short-Sachen hier. Seht ihr sofort, Qualität ist wirklich gut und Trend ist wirklich schön nach Süden. Nicht ganz so perfekt haben wir es hier. Und hier haben wir es wiederum in Perfektion. Also sauberer Short-Trend. Hier haben wir auch noch einen sauberen Short-Trend. Und haben wir noch irgendwas anderes? Hier hätten wir einen kleinen Long. Warum? Denn Qualität ist super. Trend ist nicht dunkelgrün, sondern immerhin hellgrün. Damit haben wir schon mal hier ein paar weitere Schlussfolgerungen. Ich hoffe, ich habe sie soweit jetzt alle mit. Hier wäre ebenfalls noch so ein leichter Long. Qualität sehr gut. Okay. Damit haben wir jetzt ein Quartal zurückgeguckt. Jetzt schauen wir uns die nächste an und die wäre dann, wir schauen einen Monat oder genau genommen 4 Wochen zurück und versuchen mal da. Da hätten wir wieder hier unten den Long-Kandidaten für Gold. Nicht ganz perfekt, weil die Qualität nicht genauso gut ist. Das gleiche gilt für den S&P 500 und im DAX. War ich diesmal das nicht. Wir haben zwar einen schönen Trend, aber nicht mehr genau diese Qualität. Aber wir haben ein paar Shorties noch hier. Also wir hätten hier einen Short und wir haben hier definitiv auch noch einen Short und saubere Shorts hätten wir noch hier. Und Australien, der US-Dollar, australischer Dollar, US-Dollar, da hätten wir ebenfalls noch sowas wirklich Sauberes. Und hier hätten wir noch einen kleinen Short, weil Qualität ist super, aber der Trend ist nicht ganz so sauber. Und das gleiche auch hier beim Euro-US-Dollar. Gut, damit hätten wir die Conclusions sozusagen schon alle hinter uns. Jetzt gucken wir noch mal nur eine Woche zurück. Und tja, Gold nochmal kriegt eine sehr, sehr schöne Long-Bestätigung. Und jetzt haben wir was Überraschendes. Nicht wirklich überraschend, wer natürlich auch mal Charts gesehen hat, und das habt ihr bestimmt, der sieht, S&P 500 hat jetzt eine Regression Percent, einen Short, und der auch ziemlich sauber. Das heißt, hier müssen wir, ups, nicht da, sondern da, definitiv jetzt mal einen Short hinschreiben. Und das Gleiche gilt auch hier für den DAX, nicht ganz so ausgeprägt. Und hier hätten wir nochmal einen richtig schönen Short. Und wo haben wir nochmal was anderes? Fangen wir wieder oben an. Da hätten wir hier einen leichten Short und hier definitiv einen Short. Und hier hätten wir einen leichten Short. Das Ganze nochmal da und auch da. Und hier könnte man sogar noch einen leichten Long auch mal sehen und so weiter und so fort. Ihr seht, das geht relativ straightforward, dass wir hier die Trends entsprechend ableiten und haben wir dann so ziemlich alles, ich denke mal, boom. Gut. US-Dollar, Schweizer Franken auf 1560. Das kriege ich noch gerade den Hinweis. Jo. US-Dollar, Schweizer Franken auf 1560 als Short. Den hatten wir hier vergessen. Ich klicke mich nochmal schnell durch, ob ich den anschließend, da wäre er nicht so gut. Und hier
wäre ebenfalls nicht so gut. Danke für den Hinweis. Und jetzt haben wir schon auf verschiedenen Zeitebenen immer nach dem gleichen geguckt. Qualität des Trends kombiniert mit der Trendrichtung. Ja, und jetzt können wir einfach relativ nüchtern unsere Kandidaten heraus ableiten. Noch eine Fehlerkorrektur, nämlich hier. Nein, doch nicht. Keine Fehlerkorrektur. So, definitiv. Australischer Dollar, Schweizer Franken ist auf vier Zeitebenen short. Zweimal zwar nur so. Also, ups, das wollte ich jetzt nicht. Zweimal in der Art und Weise, dass er hier nur geklammert ist, aber deutlicher Trend. Hier Schweizer Franken in der Weise wäre ebenfalls noch ein Kandidat. Und ich merke mir mal eben hier ein Short-Kandidat, immerhin drei Votings sozusagen auf Short. DAX würde ich die Finger im Moment von weglassen. Und jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Kandidaten. S&P 500. Da haben wir jetzt die Kombination aus zwei echten Longs auf sehr längeren Rückspiegeln, dann nicht mehr ganz so und jetzt ist er gewechselt auf Short, kurzfristig. Das ist eigentlich eine schöne Korrektur. Von daher wäre es vielleicht sogar genau jetzt richtig, einzusteigen. Würde ich final natürlich der Chartanalyse überlassen, aber ist für mich definitiv ein Long-Kandidat und ein ziemlich einfacher Long-Kandidat. Ist definitiv hier noch Gold. Wie wird es jetzt weitergehen, um den Trade zu machen? Natürlich ab in den Chart, überlegen nach der Haltedauer, inwieweit will ich schauen und aus dem Chart heraus würde ich dann den richtigen Einstieg und den richtigen Stop-Loss und den richtigen Take-Profit dann entsprechend suchen. Soweit zu allen Trendfragen. Ich will aber noch, weil es immer wichtig ist, Märkte bewegen sich gerne und lange seitwärts. Wollen wir uns das einem anderen Beispiel noch anschauen, ob wir noch explizite Seitwärtschancen realisieren? Und ihr wisst, gewisse Strategien leben genau davon. Das sind solche Strategien, die auch durchaus riskant sind, weil man da auch durchaus im Verlust nachkauft, wovon man ja im Allgemeinen die Finger lässt. Dafür ist natürlich genau wichtig, dass wir keinen starken Trend in die Richtung gucken, bekommen, in die wir gerade, also gegen unsere Trade-Richtung, dann wären wir definitiv auf der falschen Seite. Aber es sind auch solches Chancen wichtig. Stop-Loss muss beachtet werden, sonst endet es zwangsläufig im Desaster. Und um solche Chancen, diese Seitwärtschancen genau abzuleiten, habe ich jetzt hier die Zahlen sozusagen anders kombiniert. Wir gucken jetzt ausschließlich auf Regression Percent. Das ist ja die Steigung. Die Steigung sollte jetzt idealerweise eher sowas wie Null sein, damit wir eigentlich gar keinen Trend haben. Und das auf wenigstens hier zwei der letzten Zeitebenen. Das ist zumindest bei mir das Kriterium. Ich schaue hier insbesondere auf die letzten beiden, eine Woche und einen Monat oder 4 Wochen zurück. Und dann haben wir sofort unsere Seitwärtsmarktkandidaten. Und das wäre dann einmal hier, nämlich im australischen Dollar, Neuseeland-Dollar und dann im australischen Dollar, kanadischen Dollar, wie man hier unschwer sieht. Und dann hätten wir hier noch eine Chance und damit wäre es das auch schon als die Seitwärtschancen. Markieren wir die auch, allerdings in einer anderen Farbe, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Und das mache ich jetzt einfach grün. Und das wären jetzt die Kandidaten, wo wir am ehesten als Seitwärtsmarkt agieren und keine langen Trend-Trades anvisieren. Damit haben wir jetzt in Summe drei, sechs Kandidaten. Sieben. Nee, sechs. Was sind denn so? Vier gelbe, drei grüne, also sieben. Siebenmal mögliche Richtungen, wobei man jetzt durchaus noch sich fragen kann, wenn wir australischer Dollar, Schweizer Franken und Euro, Schweizer Franken fort traden würden, ob das nicht sozusagen
Übergewichtung vom Schweizer Franken ist, würde ich durchaus so sehen. Von daher würde ich dann doch nur den saubereren nehmen. Das ist dann australischer Dollar, Schweizer Franken. So als Grundidee. Und sowas haben wir jetzt in einer halben Stunde abgeleitet, ohne einen einzigen Chart eigentlich angeguckt zu haben, weil ich halt die Informationen, die den Excel-Sheet zugrunde legen, die lasse ich mir vollautomatisch generieren über entsprechende C++-Programme und kann die dann hier in der Weise darstellen und euch auch natürlich zur Verfügung stellen. Chancen haben wir abgeleitet. Natürlich müssen wir einen Blick haben, heute kommen noch Nachrichten, nämlich heute Abend fällt Zinsentscheid. Gut, die Währungspaare, die wir hier haben, sind davon zumindest namentlich nicht direkt betroffen. Wir haben keinen einzigen US-Dollar hier in unseren Währungspaaren. Außer, na gut, ist das Gold natürlich, Entschuldige, also Ausnahme. Und der S&P 500 ist natürlich durchaus auch ein potenzieller Mitläufer, wann was auch immer da passiert. Aber welche Meinung auch immer zur FED heute jemand hat, ich habe wie immer keine, ist auch nicht für mich so relevant, außer dass es gut ist, zu wissen ist, dass da dann was passiert. Wahrscheinlich auch wieder nicht zwangsläufig. Soweit für heute. Natürlich euch allen noch einen super schönen Nachmittag heute am Mittwoch, noch eine gute Restwoche und vielleicht schaut man noch mal heute Abend live rein zum Zinsentscheid. Das mache ich dann wiederum durchaus auch mal. Soweit von mir. Macht's gut. Wer die Excel-Sheets gerne haben möchte, ups, den Hinweis darf ich nicht vergessen, der schreibt mir am besten, nicht am besten, sondern nur so geht's, weil alles, was hier gleich im Chat noch steht, das verschwindet. Schreibt mir eine E-Mail, s.friedrichowski@jfdbank.com und dann kann ich euch gerne auch die Excel-Sheets, die genau genommen LibreOffice-Sheets sind, auch zur Verfügung stellen. Soweit von mir. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.